Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und der Krieg aller Kriege geht weiter. Nanbu gegen Uizugi. Und ich versuche ja noch immer möglicherweise die Jimbo oder die Hatakayama mit hineinzuziehen. Aber ihr könnt es euch selbst mal anschauen, wenn ich versuche hier sie zur Verschwörung einzuladen. Sagen sie mir immer, meine momentane ihre Machtverschwörung zu riskant. Dabei hat er eine Ehre von 27. Also das ist, bitte. Außerdem bekriegen sie sich hier übrigens beide gegenseitig, was die Sache natürlich auch noch schwierig macht, sie in einen neuen Krieg reinzuholen. Aber bei ihm ist das genau dasselbe. Hier. Insofern glaube ich, das ist nur eine Ausrede von denen. Die wollen einfach nicht. So, wir haben Kashima dazu bekommen und da hatte ich mir aufgeschrieben, dass wir jemandem was versprochen haben, nämlich Kuyoshi, dass der Kashima bekommt. Und das Versprechen wollen wir halten. Kashima, da haben wir es. Gut, und wir können wieder Ninja-Söldner anwerben, wieder nicht besonders talentierte. Und wir versuchen uns jetzt nochmal hier endlich diese Verteidigung von Tsuga zu schwächen. Also das wäre wirklich mal toll, wenn das klappen könnte. Aber unser größtes Problem, unser allergrößtes Problem, eigentlich hat sich hier die Sache relativ gut entwickelt für uns, wie ich finde. Denn wir haben diese beiden Provinzen genommen. Hier sind die Muriatsu und damit ist im Prinzip diese Grenze hier soweit konsolidiert. Es wäre ideal, wenn wir hier so eine Linie hätten, dann würde das Vorrücken einfacher machen, das Operieren einfach. So, aber nun hat der Gegner das ganz clever gemacht. Er hat mich hier ein bisschen ausgetrickst und ist mit 12.500 Mann auf dem Weg nach Nihari. Und ich habe hier zwar fast 8.000, aber die sind sowas von die Moral unten. Das sieht richtig übel aus. Und wenn ich die jetzt in die Schlacht werfe, das endet irgendwie nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt am besten machen sollte. Ich kann natürlich hier wieder diese abtrennen. Dann habe ich immerhin fast 5.000, die ich hier noch hinschicken kann. Wir gucken mal, wann sie da sind. Am 5. Juni. Und wann ist er da? 1. Januar. Das ist, glaube ich, Quatsch. Da lassen wir lieber mal einen Tag laufen. Dann wird uns das, glaube ich, das richtig angezeigt. So, 30. Mai. Okay. Ich wäre am 5. Juni da. Und wann wären die Truppen da? Die wären am 10. Juni da. So, das heißt, nach und nach würden dann alle so abgeschlachtet werden. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Ah. Tja, lieber diese 2500 opfern oder hier ein großes Massaker riskieren? Das ist die spannende Frage. Hier ist noch ein bisschen Nachschub unterwegs. 4000. Bitter ist das. Das ist so bitter. Ich glaube, ich mache es nicht. Ich glaube, ich mache es nicht. Ich glaube, ich werde hier nach Ibaraki ziehen, warten, bis die 4000 da sind und dann zurückschlagen. Alles andere wäre jetzt irgendwie Wahnsinn, habe ich das Gefühl. So, aber wir werden uns es nicht nehmen lassen, hier versuchen, diese 250 zu erledigen, wo die da schon mal so hübsch stehen. Und ansonsten, tja, bleiben wir hier auch erstmal stehen. Können wir denn in Makaba jetzt schon stürmen? Oh ne, da sind immer noch 3000. 3000 gegnerische Soldaten in der Garnison. Ich fürchte, ihr seid hier totgeweiht, liebe Freunde. Ihr seid totgeweiht. Kann ich möglicherweise noch fliehen? Würde das gehen? Hier sind wir 1. Juni und sie sind 30. Mai. Das geht gerade so nicht. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Gut, dann erwarten wir jetzt dort unseren Tod. Es hilft nichts. Okay.
So, er ist Kokujin von Kashima. Wenn er das nicht mal gleich los wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie hier und dann dort runter marschieren. Hauen die ab? Nee. So, wie sieht es hier unten aus? Hier ist Murayatsu. Die helfen mir leider nicht in dieser möglicherweise spielentscheidenden Phase. Und hier kommt es jetzt zur Schlacht. Oh, immerhin 4000 sind dabei. Ach, war ich zu ängstlich? Möglicherweise war ich zu ängstlich, Leute. Auch die Moral hat sich ja doch schon wieder deutlich, naja, deutlich 1,88. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Wir ziehen erstmal dorthin. Klar, wir verlieren jetzt haushoch. Das war klar. Und da kommt noch... Achso, die Uisugis haben wir jetzt schon wieder, naja, kurz besiegt. 37 Soldaten. Schade, dass man eine moralisch schwächere Armee nicht... dass man die nicht, wie in anderen Spielen, völlig vernichten kann. Das wäre eigentlich ganz hübsch. So, wann kommen denn endlich diese 2000 hier an? Das wäre wichtig. Das wäre jetzt die entscheidende Zahl. So. Okay, jetzt haben sie gesiegt. 12.100 sind jetzt, ziehen jetzt nach Makabe. Okay, sie marschieren weiter. Gut, und da helfen wir natürlich, wie so gut es möglich ist. Und da werden wir nicht nur so helfen. Ah, leider sind sie hier geflohen. Ach, Göttchen. Sondern werden hier auch nochmal 2000 hinschicken. Und die kommen bitte auch noch dahin. Gut. Mal sehen, ob sie da bleiben oder die Bewegung abbrechen. Nein, sie ziehen tatsächlich nach... Nee, sie brechen ab. Nein. Der Großteil der Armee zieht tatsächlich nach Makabe. Wann sind wir da? 8. Juli. Sie sind am 2. Juli da. Okay, ich denke, das könnten wir schaffen, liebe Freunde. Das könnten wir schaffen. Gut. Makabe tatsächlich. Es kommt zur Schlacht. Erstmal hier deutlich überlegen. Aber wir kommen gleich. In 6 Tagen sind wir da. Das haltet ihr durch, Jungs. Das haltet ihr durch. Irgendjemand ist gestorben. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nambu Uyonori. Keine Ahnung. So, Leute, 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 haltet durch. Ja, jetzt. Die Uisugis haben einen Geländemalus, dafür einen besseren Anführer. Und jetzt stehen wir gut da. Und jetzt kommen hier noch weitere 5000. Hervorragend. Die nächste große Schlacht läuft. Ja, und in Tsuga wurde die Verteidigung endlich mal geschwächt. Das ist doch großartig. Boah. Das hat endlich mal geklappt. So, und jetzt hier... Ach Gott, da sind nochmal 2000. Komm, die schicken wir auch noch rein. Wer weiß, wie lange sich das hier noch hinzieht. Wir brauchen hier jetzt jeden Mann. Wir brauchen jeden Mann. Oh, was für eine Riesenschlacht. Was für Verlustquoten, da möchte ich gar nicht dran denken. Die Muriatsus belagern hier weiter fleißig. Und wir kämpfen und kämpfen gegen die Uisugis. Und wieder sind noch 2000 Mann hier und auch die schicken wir noch rein. Wir wollen den maximalen Tod des Gegners. Das Problem sind die hohen Verlustquoten. Ach, vielleicht schicken wir sie doch nicht rein. Das erhöht nochmal extrem die Verlustquoten. Und wieso habe ich jetzt alles von Nihara abgezogen? Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist ärgerlich. Wir werden die Schlacht trotzdem gewinnen. Aber das ist ärgerlich. Gott, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Männer wir verloren haben. Und verlieren. Und wir werden hier... Ach, verdammt, in einem ganz unglücklichen Moment erwischt von einer großen Armee, die ich nicht habe kommen sehen. Wie bitter ist das denn?
von 3100 Uisugis, die ich nicht habe kommen sehen. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, Leute. Naja, erstmal eins nach dem anderen. Oh Gott, was für eine schreckliche Schlacht. So, hier sind wir tatsächlich vernichtet worden. 1100 Soldaten gegen 108. Das ist schlecht. Aber es kommt gleich der Gegenschlag. Es kommt gleich der Gegenschlag. Und wie sieht es hier aus? Es sieht zumindest so aus, dass wir schon wieder 2000 Mann reinschicken können, ohne dass die Verlustquote da ist. Und wir haben... Oh mein Gott, wir haben die Schlacht gewonnen, aber 11.000 gegen 7.000 Soldaten. Oh, Pyrrhus-Sieg ist gar nichts dagegen. Puh. Freunde, Freunde, Freunde. Das sind bittere Momente. Das sind wahrlich bittere Momente. So, und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier diese blöde Armee stehen. Ich hoffe, dass er sie vernichten kann. Die sind ja völlig ohne Moral. Können wir sie da vielleicht weiterziehen? Okay. Und die müssen sich hier erstmal irgendwie organisieren. 8700 Mann mit super schlechter Moral. So, und wann kommen die an? Am 11. November. Und sie hauen ab, am 10. November sind sie weg. Ach, klappt auch nicht. Dann bleiben wir lieber dort, wo die Verteidigung geschwächt ist. Tja, das war doch jetzt ein ziemlicher Rückschlag, muss man einfach mal so sagen. Zu Kuba. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen auf diese Reste dieser Armee. Und was wir auch machen könnten, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen was nach Hause schicken. Wahrscheinlich haben wir jetzt ja hier sehr viele Reste, die wir auflösen können. Gut, und vermutlich haben wir jetzt auch ganz schön Plus, ja, dass wir jetzt wieder... Ja, wir müssen ausheben. Es hilft nichts. Wir müssen weiter. Wir müssen weitermachen. So, hier können wir ausheben. 1000. Wir nehmen jetzt mindestens 1000 sollen es schon sein. So anspruchsvoll sind wir. Die anderen nehmen wir nicht mit. Das sind nur 750, aber hier lohnt sich das richtig. Hier auch. Hier nicht. Hier auch sehr schön. Okay, gucken wir nochmal hier. Na gut, die nehmen wir auch noch mit. Gut, so, das heißt, die müssen erstmal wieder alle zur Front. Erstmal alle nach Haga. Und die beiden, die können wir erstmal hier hinschicken. Gut, damit sind alle soweit in Bewegung. Hier könnten wir irgendwann erstürmen. Ja, nee, können wir noch nicht. Ach. Oh, 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 Leute, Leute, Leute. So, was machen die, wenn sie in Tsukuba sind, der Gegner? Das ist die große Frage. Da haben sich auch schon wieder 5300 gesammelt. Und die kommen hier nicht zu Potte, diese Moriatsu. Die ziehen nach Norden. So, und jetzt ziehen sie nach Nihari. Jetzt ziehen sie nach Nihari. 6000 Mann. Und hier kommt es zum Kampf. Und warum sind wir... Ach, verdammt, wir sind schon wieder hier unterlegen. Oh, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Das sah so aus, als ob die südlich ziehen. Na, das ist verdammt ärgerlich. Wahrscheinlich werden wir nicht rechtzeitig kommen, aber möglicherweise können wir jetzt hier mit der fast gesammelten Armee, wir warten, bis sie nach Nihari kommen und schlagen dann zu. Dann können wir sie vielleicht
schlagen. Am 17. Dezember sind sie da. Wir spalten da noch ein bisschen was ab. Könnte was werden. Die sind erst am 8. Januar. Ja, die ist auch schon wieder verloren. Also das ist meine Schicksalsprovinz hier. Meine Pechprovinz, Samukawa. Da übersehe ich immer den Gegner. 17. Dezember, so. Und sie marschieren weiter nach Ibaraki. Und jetzt würden hier 4.000 gegen 3.000 stehen. Ich hoffe, das kriegen die hin. So, und jetzt ist die spannende Frage. Wie machen wir das am besten? Können wir sie jetzt hier... Also erstmal sollten wir sowieso was abspalten. Um auch noch zumindest formal die Belagerung hier aufrecht zu erhalten. So, könnten wir sie hier erreichen? Sie sind dann dort am 10. Januar und die sind am 29. Dezember in Ibaraki. Wie sieht das Gelände hier aus? Das sieht gut aus. Dann warten wir lieber ab, bis sie in Ibaraki sind. Ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. Da kommt ja auch noch schon Verstärkung. Okay, das könnte so klappen. Lassen wir sie nach Ibaraki ziehen. Ich glaube, das hat schon mal geklappt. So, jetzt sind sie da und marschieren direkt weiter nach Haga. Was wollen die denn da? Die wollen ja, ziehen ja immer weiter in unser Land rein. Blöd ist natürlich jetzt diese kleine Armee, die mich hier auch noch bedroht. Dann müssen wir direkt mehr da lassen. Na, das ist jetzt bitter. Wir können Makabe nicht ungeschützt lassen. Dann stoßen die hinten durch. Dann warten wir einfach nochmal, bis sie nach Haga ziehen. Die sind am 15. Januar da und die sind am 20. Wie sieht da die Landschaft aus? Ebene. Puh, 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 puh. Ich würde mal sagen, wir spalten tatsächlich jetzt hier. Wir lassen jetzt eine größere Verteidigungsarmee hier. 1800 sollte genügen. Und mit den 6800 ziehen wir hier hin. 17. Januar. Kriegen wir sie. Und dann kommt die hinterher. Nein! Ah! Verdammt. 11. Februar. Na. Wird aber knapp. Wird knapp, das Ganze. Zumal sie da auch noch Verstärkung bekommen. 20. Januar, 19. Nee, das ist schlecht. Das müssen wir abbrechen. Das müssen wir abbrechen. Wir machen das anders. Wir gehen nach Haga. 3. Februar. Dann sind sie zuerst da. Jetzt bleiben sie da stehen. Okay. Dann sammeln wir lieber unsere Truppen. Dann sammeln wir lieber unsere Truppen. So. Können wir manchmal hier schon stürmen. Immer noch schwere Verluste. Genau, ihr zieht nach Haga, das ist gut. Sollen sie sich da an Ibaraki ein bisschen die Zähne ausbeißen, von mir aus auch stürmen. Das ist alles okay. Können die eigentlich noch ihre Belagerung fortsetzen? Nee, in Tsuga reicht es nicht. 3.300, da müssen wir noch was hinschicken. Aber hier kommen schon wieder welche. Ich habe wirklich massive Probleme. Die 2.000, die müssen nach Tsuga... Dass die immer ihre Bewegung dann abbrechen, das ist so nervig. Zeit verloren. So. Okay, das ist unser Sohn. Dem würden wir sowieso eingeben. Ja, das versprechen wir dir. Norifuji. Ich schreibe es mir trotzdem sicherheitshalber mal auf. Norifuji. Okay.
Makabe ist bei 84%. So, am liebsten, wo marschieren die jetzt hin? Nach Tsuga. 3500 am 3. März. Oh, Leute, 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 Leute. Dann müssen wir jetzt doch hier helfen. 21. Reichlich spät. Können wir hier noch was abspalten? Puh, mal sehen, ob sie das durchhalten. Ja, liebe Freunde, also, die Sache ist ein bisschen wieder schwieriger geworden. Also wir haben, lasst mal schauen, hier unten ist immerhin noch eine Ashikaga-Armee, die hier von Süden her jetzt vordringt. Das ist ganz gut, aber die Uesugis sind recht stark, muss man mal sagen. Aber hier sehe ich gerade, ist eine weitere... Nee, war die Provinz schon immer unsere? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oder haben sie die Provinz gerade erobert? Hm. Habe ich nicht so im Überblick. Ja, liebe Freunde, also... Die Sache bleibt schwierig, muss man einfach mal so sagen. Ich meine, es gibt jetzt keine so überragende Uesugi-Armee mehr. Hier ist gut, dass die Moriatsu diese hier blockiert. Das ist schon ganz schön. Die ist hier beschäftigt. Hier kommt die Ashikaga quasi zur Hilfe. Und hier haben wir die 8300, die wir aber im Prinzip ja mit den nachrückenden Verstärkungen wahrscheinlich unter Kontrolle bekommen werden. Ärgerlich ist, dass wir einige Belagerungen wieder abbrechen mussten durch ein bisschen ungeschicktes Verhalten. Und hier, das wird jetzt spannend, ob wir Tsuga halten können, das wäre super wichtig, weil da sind wir immerhin auch schon bei 23% und vor allem ist dort die Verteidigung geschwächt. Und Makabe. Makabe wird als nächstes fallen mit 92%, natürlich auch super wichtig. Ja, liebe Freunde, also das ist erstmal wieder das Staffelende. Es ist, glaube ich, auch ganz gut, weil das ist, man muss sich schon extrem konzentrieren. 4 Folgen in Folge, puh, da ist man schweißgebadet, sage ich euch. Also, wir machen weiter mit Sengoku und den Nanbu-Clan in schätzungsweise 1,5 Wochen. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder zu und mal sehen, wie dieser Wahnsinnskampf weitergeht. Immerhin, oh, das ist jetzt nochmal eine erfreuliche Nachricht zum Schluss. Wir sind auf Rang 2 aufgerückt, der mächtigsten Clans Japans. Puh, so fühle ich mich aber gerade nicht. Na gut, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.